Ja, was sehe ich denn da? Wir brauchen nur noch zwei Barren und dann können wir uns das Schwert machen. Wie viel, ich weiß nicht, wie viel brauchte man, um einen Barren herzustellen? Ich bin mir nicht sicher, aber viel brauchen wir ja nicht mehr. Deswegen gehe ich mal gerade dahin und hole mir genug, damit ich dieses Schwert machen kann, denn ich brauche das Schwert. Das habe ich eben beschlossen, dass ich das dringend brauchen werde, weil das hier ist nicht gut genug. Und wenn wir dabei sind, brauche ich dann auch noch eine Rüstung daraus. Weil das ist ja nötig, dass man eine Rüstung aus dem Zeug hat, weil ansonsten bin ich nicht stark genug. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ob ich dann stark genug bin oder nicht. Aber es ist so ungefähr die stärkste Rüstung, die man momentan haben kann. Ah. Nein. So. Nee. Nee. Ach, einmal hier hoch und dann hier entlang. Nicht so. So. Also, was haben wir denn, Alter? Lasst ihr mich mal in Ruhe, ihr Monstren. Ich habe euch nichts getan. Wieso greift ihr mich also an? So, einmal hier entlang graben und hoffen, dass wir dort irgendwas finden werden, außer einem Granitbiom, meine ich jetzt, weil Granitbiom, das braucht man nicht. Also, da kann man, da stelle ich mir bessere Sachen vor, die man haben kann. Hier, Licht, komm her, ich brauche dich, ich sehe nichts. Ich sehe, na, oh, der Hammer schon wieder. Au, warum kann ich nicht kämpfen? Stirb, Hammer! Au! Ich kann schon wieder nicht kämpfen! Der verhindert, dass ich kämpfen kann! Geht doch! Stirb, Fledermaus! Na los! Geht doch! Au! Das ist so ein Wurm, ne? Und ich kann nicht, ich kann mich nicht heilen. Ich habe keine Heiltränke. So, ich hoffe, ich überlebe jetzt. Alter, noch so einer oder was? Das ist doch nicht normal. Ein Verspeiser. Ich glaube, hier in die Richtung ist falsch. Findet man nichts als tot. So. Alter, was? Schon wieder? Alter, ich werde hier von den Unmengen Würmern einfach platt gemacht. Ich hau ab. Wenn ich meinen Spiegel gefunden hätte. Wo ist der? Weil dieser Spiegel, das ist echt so ein Problem. Habe ich die überhaupt dabei? Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Warum liegt der hier drin? Weg. 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 Du weg und du auch und dich brauche ich nicht und dich erst recht nicht und dann sortieren wir das Ganze mal. Ja toll, und Adamantium haben wir aber immer noch keins gefunden. Das ist ja auch. Das ist echt so eine Qual mit dem Zeug. Wenn, wegen dem ganzen Kämpfen, was man immer machen muss, findet man das nicht. Weil man sich keine 2 Meter bewegen kann, ohne dass erstmal 5 Monster einen anspringen, die einen umbringen. Und irgendwie, ja. So ist das ein wenig doof. Also ich brauche dringend ein Adamantium-Schwert und eine Adamantium-Rüstung am besten. Damit ich dann nicht down umgebracht werde. Was doch, denke ich, machbar sein sollte. So, haben wir hier irgendwo. Ne, hier waren wir ja schon. Hier werden wir wahrscheinlich erstmal nichts mehr finden, weil sonst hätte ich das ja schon mitgenommen.
wie ich mich kenne. Oder ich bin gestorben bei dem Versuch, es mitzunehmen. Das kann natürlich auch sein. In dem Fall könnten wir hier tatsächlich noch etwas finden. Aber ich grabe mich jetzt erstmal hier durch die Wand, weil... Dann findet man bekanntlich am schnellsten, dass wenn man sich einfach so random irgendwo in die Wand reingräbt. Das ist ein Erfolgsgeheimnis, das kennen die wenigsten. Alter, was schießt denn da auf mich? Au. Stirb. Brauch Luft. Brauch. Adamantium. Könnte eventuell schon genug sein, was wir jetzt hier gefunden haben. Ich grab mal trotzdem noch mal etwas weiter und guck mal, ob hier noch mehr ist. Hier sehe ich nicht, wie viel haben wir denn jetzt? 16 Erz haben wir. Ist die Frage, kriegt man aus 16 Erz 2 Barren schon raus oder braucht man da noch mehr? Weil ich weiß nicht, wie viel Adamantium-Erz so ein Barren verschlingt. Bei meinem Glück erstmal 9. Oder so. So. Oh, hallo. Geschäft, was hast du für mich? Blaues Gegengewicht. Seltsames Getränk. Knochenfackel, Knochenpfeil, Bombe, Seil, Gradient. Au. 20 Gold, als hätte ich die jetzt. Kann ich mir nicht kaufen, weil ich kein Gold habe. Ein Mimik. Die mag ich nicht. Alter, wie viel Leben hat der Typ? Weg hier! Das ist ja nicht mehr normal. Der hat ja 10.000 Leben. Spencer, der Angler, ist angekommen. Ach, wir haben endlich wieder einen Angler. Yay, und wir haben 3 Barren jetzt. Und das heißt, wir können uns ein Adamantium-Schwert machen, oder? Was haben wir denn noch? Einen Repetier. Eine Adamantium-Kriegsaxt. 51, 59. Langsam. Es hat eigentlich hier alles besser außer dem Rückstoß. So, dann haben wir ein Adamantium-Schwert. Wo ist denn der Spencer? Ach, da oben ist der Spencer. Was will der Spencer haben? Will der zufällig einen Bettfisch haben? Da haben wir nämlich welche. Quest. Nö, einen Hungerfisch. Ja, den hab ich natürlich dabei. Oder so. Für die Rüstung, wie viel brauche ich da? Herr, Guide, was sagst du mir? Wo ist der überhaupt? Guide? Guide, wo bist du hin? Ich brauche dich. Hier, David, was hast du mir... Jarblar, Hardar. Kanone, Kanonenkugel, Piratenhut, Piratenhemd, Piratenhose, Segel. Nee, brauche ich alles nicht. Ach, da ist er ja. Ich weiß gerade gar nicht, wie kriegt man eigentlich einen Tresor? Weil an dem, wenn man da Geld drin hat, das Geld kann man dann von überall verwenden, ja. So, was kann ich mir aus dem Adamantium? Ich brauche Hülsen, da brauche ich 18. Ich brauche eine Brustplatte, da brauche ich 24. Ja, und ich brauche 4, 8, 22 Abwehr. Aha. Ja, mache ich mir doch den Helm, da brauche ich 12. Für den brauche ich 12. Für alles brauche ich 12, aber der macht 22 Abwehr, da mache ich mir den Helm. Also ich brauche 12, ich brauche 36 und dann brauche ich nochmal 18, das sind eine ganze Menge. Das muss man schon sagen. So. Also wir müssen jetzt mit anderen Worten über 50 von dem Zeug erstmal holen.
Aber ich weiß nicht, ob das Leute sehen wollen oder ob ich das offscreen mache, weil ich glaube, niemand interessiert das, wie ich jetzt 10.000 Jahre in der Höhle rumhänge. Nur um das verdammte Adamantium einzusammeln, weil das ist ja auch nicht Sinn der Übung. Dann haben wir zwar 10 Millionen Adamantium, haben dafür aber auch 10 Millionen Folgen gebraucht. Was niemand wirklich haben will, glaube ich. Vor allem das Ganze dann nur, damit wir dann später Chlorophyt sammeln können. Das heißt, für Chlorophyt müssen wir erstmal die Mechanikbosse besiegen und dafür hole ich mir mal DK ins Boot. Ich weiß nicht, ja, wir haben, glaube ich, ja nicht mal den Skeletron bisher besiegt. Verdammt, das müssten wir eigentlich auch mal machen, endlich. Ich weiß nicht, ob das Schwert jetzt halt dafür reichen würde, den zu besiegen. Oder ob das immer noch zu schwach wäre. Hat das irgendwie, nee, das hat keine besonderen Fähigkeiten, genau wie die Spitzhacke. So, einmal hier hoch. Dann einmal hier lang und da haben wir Lava. Aber Lava ist mir jetzt mal Wurst. Ich wollte nur mal eben hier hoch und mich hier ein wenig durch den Berg graben. Und dann einmal hier durch die Wand. Und hoffen, dass wir irgendwo ankommen. Oh, ein Herzenskristall, den nehmen wir mal mit. Ich brauche ihn zwar eigentlich gar nicht, aber ich weiß nicht, ob DK alle Leben bisher hat oder nicht. Alter, jetzt Fledermäuse! Ich bin verwirrt gewesen. Adamantium. Ja, Skelett, verbrenne. In deiner eigenen Unfähigkeit dort hochzuspringen, sollst du sterben. Alter, was klickt denn da die ganze Zeit? So, einmal hier durch. Und einmal an die Kiste. Was haben wir da? Ein verdächtig aussehendes Auge. Ach, nehmen wir einfach mal alles mit. Man kann ja nie wissen, wofür man es braucht. So, einmal hier runter. Da ist auch nichts weiter, das ist das Problem. Deswegen gehen wir dort auch nicht weiter hin. Sondern gehen hier hin. Nein, nicht in die Lava, sondern ich wollte eigentlich da gekonnt rüberspringen, aber ich bin natürlich zu unfähig dafür. Aber das wissen Leute ja, denke ich, von mir mittlerweile, dass ich zu unfähig für alles bin. Ich meine, was erwartet man denn auch sonst von mir? So, einmal rüber. Ja, verbrenn doch. So, du auch. So, ich gehe dann mal weiter. Einfach hier rum. Und dann einmal, ich weiß gar nicht, wie viel Schaden macht das eigentlich? 55? Na gut, das hat sich jetzt nicht wirklich so sehr gelohnt, muss man doch sagen. Vor allem, das hier ist schneller, weil das scharf ist. Ich muss das verbessern, das Schwert. Weil so bringt mir das eher weniger als das andere, glaube ich. So. Dann einmal hier hindurch und gucken, ob wir dort was finden werden bezüglich Adamantium. Ein Verderber. Alter, Fledermaus. Ah. Alter, das ist mir zu voll hier. Wisst ihr, warte, ich mach jetzt nochmal. Ich guck nochmal, ob ich das verzaubern kann. Und dann beende ich auch die Aufnahme, weil wir haben dann ja wieder eine Folge zusammen. Das nehme ich, nehme mal alle die Jolt, was wir so haben.
So, wir können da noch eine Jolt-Münze draus machen. Dann packen wir die Jolt-Münze dahin. Ja, und dann gehe ich zum Kobold und lass mir das mal nachschmieden, das Schwert. Überlegen, das klingt doch schon viel besser. Rückstoß, Schaden und kritische Trefferchance ist besser. Habe ich jetzt hier schon wieder ein überlegenes Tool. Das gefällt mir. Gut, hätte ich jetzt legendär gekriegt, dann wäre ich natürlich noch zufriedener. Aber so ist das doch schon gut. Da war mein Yield. So, das einmal da rein, das einmal da rein, das einmal da rein und das einmal da rein. Und dann... gehe ich einfach mal hier oben den Stern holen. Und sage dann, denke ich auch, das war dann die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder irgendwie so. Und ich sag... Ciao.